Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Karen Supertrader, der große Betrug. Was ist dran an den Gerüchten? Heute der zweite Teil dieser kleinen Reihe. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und das ist ein spannendes Thema. Das Video, der erste Teil, wurde schon wahnsinnig viel angeklickt. Ich habe ganz viele Kommentare von euch bekommen. Und deswegen heute der zweite Teil. Wir schauen mal ein bisschen weiter in das Ganze hinein. Was ist eigentlich passiert? Und ich nehme auch ein paar Sachen von dem auf, was ihr in den Kommentaren nach dem ersten Video geschrieben habt. Was ist nun eigentlich der Beginn dieser ganzen Geschichte? Also, das Ganze hat wohl angefangen im Jahr 2003, dass diese Frau, wir blenden euch hier mal ein Bild von ihr ein, Karen, eben angefangen hat, die hat ganz normal gearbeitet irgendwo und sie hat eben ihr Geld, ich glaube Merrill Lynch damals gegeben, $100.000, hat gesagt, macht was aus meinem Geld. Und irgendwann hat sie mal angefangen und hat sich selber mit dem Thema beschäftigt, ist dann wohl auch irgendwie zum Thema Optionen gekommen. Die hat gesagt, dass sie ab sofort Strangles verkauft oder dass sie sich darauf spezialisiert hat, Strangles zu verkaufen und zwar auf die Aktienmärkte. Und sie hat ganz einfach gesagt, ich verkaufe Puts und zwar an einem Delta von 5 und sie hat gesagt, ich verkaufe Calls an einem Delta von 10, hat sich von ihrer Familie weiteres Geld geliehen, sodass sie dann $600.000 hatte und hat jetzt aus diesen $600.000 innerhalb von 3 Jahren $40 Millionen gemacht. Wenn jemand mit dem Verkauf von Optionen 300% im Jahr macht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht unbedingt mit angezogener Handbremse erfolgen kann, ne? Also, wir hatten im ersten Video schon darüber gesprochen, was hat Karen überhaupt gehandelt? Short Strangles, hauptsächlich auf Aktienindizes, S&P 500, Nasdaq und den Russell. So, jetzt geht es darum, was ist eigentlich schiefgelaufen in ihrem Handel? Und der eine oder andere hat es ja schon geschrieben unter den Kommentaren, dass ein Short Strangle als solches ja keine riskante Strategie ist. Und es gibt viele unter euch, die Short Strangles handeln. Ich persönlich auch. Und jetzt gibt es ja so ein paar Links im Internet, wo man sagt, ah, man hat das mal backgetestet und das funktioniert überhaupt nicht, Short Strangles. Und jetzt muss man hier an dieser Stelle ein wenig unterscheiden. Denn was ist das Besondere bei den Short Strangles, die Karen gehandelt hat? Und zwar, sie hat sie auf Aktienindizes gehandelt. Und da müssen wir jetzt eine Unterscheidung machen zu zum Beispiel einem Strangle, den du in Gold oder in Öl machst. Denn ihr alle habt vielleicht schon mal etwas gehört, auf Deutsch übersetzt würde das die Schiefe der Optionspreise heißen, auf Englisch der sogenannte Skew. Und was bedeutet das? Stellen wir uns mal vor, wo liegt das Problem immer im Aktienmarkt? Das liegt ja nie auf der Oberseite, sondern immer auf der Unterseite. Das heißt, die Marktteilnehmer nutzen Optionen hauptsächlich, um sich gegen fallende Kurse abzusichern. Das führt dazu, dass die Puts immer teurer sind als die Calls. So. Und jetzt ist ja Folgendes passiert. Karen hat ja hier diese Strangles verkauft, ne? Also oben Calls und unten Puts, am jeweils Delta von 5. Und dann, wenn sie auf 30 ging, hat sie das Ganze gerollt, also in die gleiche Laufzeit oder teilweise auch eine längere Laufzeit und hat aber die Positionen stark erhöht. So, jetzt passiert Folgendes. Wenn der Markt fällt, dann erhöht sich die Volatilität. Und damit werden die Puts teurer. Das heißt, die neuen, die du verkaufst, die sind schon teurer geworden als die vorherigen, wenn du zum Beispiel eine längere Laufzeit gehst. Das heißt, du musst nicht so brachial deine Kontraktanzahl erhöhen. Was ist aber auf der Oberseite? Und das ist jetzt das Problem bei Aktienindizes. Wenn der Markt nach oben geht, dann sinkt die Volatilität. Die Calls werden immer billiger. Die sind eh schon so billig. Du hast eine riesen Anzahl an Calls drin, weil sie wollte ja auf der immer das gleiche Geld einnehmen. Das heißt, sie hat vielleicht, machen wir es mal mit kleinen Summen, 3 Puts geschrieben und 10 Calls. Und wenn jetzt der Markt nach oben geht, muss sie die Calls rollen, muss aber eine extrem große Anzahl neuer Calls aufmachen, um das Ganze auszugleichen. Oder musste das tun. So. Und jetzt kommt ein Punkt, der natürlich dann sehr, sehr kritisch wird, denn wir haben im ersten Video schon über die Performance gesprochen. Weit über 300% pro Jahr.
Und wir wissen auch, so eine Performance machst du eben nicht, wenn du das Konto mit ganz normalen, sanften Risiko fährst, sondern sie hat das Ding auf Anschlag gefahren. Sie hat wirklich ihr Konto auf Anschlag gefahren mit einer sehr hohen Margin-Auslastung, die vor allen Dingen noch auf ein Produkt begrenzt war, nämlich auf diese Aktienindizes. Und wenn jetzt natürlich du permanent deine Position erhöhst, wann erhöhst du deine Positionen? Stellt euch das folgendermaßen vor. Das ist euer Kontostand, der sinkt, weil sonst müsstest du ja nicht rollen, ne? Dein Konto geht runter, gleichzeitig steigt aber deine Margin immer mehr an. Und irgendwann kommt der kritische Punkt. Und das war genau so ein Punkt, der ihr wahrscheinlich das Genick dann am Ende gebrochen hat in ihrem Handeln. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Und deswegen, bei normaler Auslastung, wenn du da oder wenn du 50% Auslastung Portfolio Margin fährst und plötzlich knallt dir eben die Vola nach oben, dann kann das eben sehr, sehr tödlich sein. Und es gibt zwei Ereignisse, die auch in einem oder die auch in den Unterlagen der SEC genannt werden. Ich mache euch das dann im nächsten Video mit rein, wenn wir dann über den eigentlichen Betrug sprechen. Und zwar, schaut euch mal dieses Bild hier an. Das war der August 2015, also letztes Jahr. Wir wissen, wir hatten dort einen extremen Anstieg in der Volatilität. Der VIX ist an diesem Tag 80% angestiegen, von einem auf den anderen Tag. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert in so einem Konto. Du bist Short Volatilität, bis unters Dach bist du voll Volatilitäts- oder negativen Vega mit Indexoptionen. Der Markt fiel relativ stark an diesem Tag nach unten, deine Optionspreise explodieren, bedeutet aber für dich, wenn du sie short bist, dein Portfolio hier geht deutlich nach unten und gleichzeitig über diese Portfolio-Margin steigt aber deine Margin-Anforderung an. Ne? Und das wird wahrscheinlich dazu geführt haben, dass sie an solchen Tagen, sie hat einmal in einem Interview gesagt, es gab mal einen Tag, wo sie sehr, sehr große Verluste realisieren musste. Und an so einem Tag hat sie mit Sicherheit, es gibt da verschiedene Untersuchungen im Internet, googelt das einfach mal, findet ihr, googelt Karen Supertrader, da findet ihr auch Untersuchungen. Ich habe sie mir alle durchgelesen, ich kann die jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt, aber es gehen Leute davon aus, dass sie an so einem Tag 50 Millionen Dollar verloren hat, an einem einzigen Tag. Und jetzt gab es das Ganze ja nochmal, und zwar Bild Nummer 2, wir gehen mal hier ins Jahr 2011 zurück in den August. Auch da seht ihr, innerhalb von 2-3 Tagen, der VIX 95% angestiegen. So, und das ist einfach das Problem an so einer Sache. Nämlich, wenn du und ich, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen ganz normalen Strangle, ne, wir haben ein Portfolio, was weiß ich, 50.000 Euro und wir handeln da einen Strangle auf den S&P, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann haben wir an so einem Tag ein bisschen ein Minus und müssen vielleicht ein bisschen rollen, aber dann ist alles okay. Wenn du aber ein Portfolio managst von 200 Millionen oder 100 Millionen, wie auch immer, dann ist das eine hochkomplexe Sache, ne? mit dieser unterschiedlichen Verteilung, mit der Portfolio-Margin, vielleicht noch mit unterschiedlichen Laufzeiten und so weiter und so fort. Das heißt, da kannst du mit den simplen Dingen, die wir machen und die für uns funktionieren, das kannst du dann einfach nicht mehr handeln. Und das war das, was ihr dann letztendlich beim Handel wahrscheinlich das Genick gebrochen hat. Den Fonds, den sie gemanagt hat, der hat jedes Jahr Geld verloren. Also Supertrader, nee, war gar nicht so, zumindest nach Aussage der SEC. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Und das ist, wie gesagt, nur eigentlich entstanden über die zu hohe Margin-Auslastung und weil sie eben Strangles gehandelt hat in einem Aktienmarkt, wo eben die Optionspreise ungleichmäßig verteilt sind. Und ich weiß, einige von euch, die zuschauen, die haben am Anfang auch Strangles auf die Aktienmärkte gehandelt, haben es dann später rausgenommen, kann ich mich noch gut entsinnen, haben uns lange darüber unterhalten. Und das ist einfach, in Aktienmärkten funktioniert das nicht. Das ist nicht Gold, das ist nicht Öl, das ist nicht Währungen, wo sich die Volatilitäten gleichmäßig verteilen. Durch diese asymmetrische Verteilung der Volatilität ist das eben ein großes Problem. So, jetzt wäre es natürlich so, wenn du einfach mit deinem Fonds Geld verlierst, dann kommt aber noch nicht die Börsenaufsicht und sagt, du bist ein Betrüger. Sondern die sagen maximal, naja, viel Ahnung scheinst du nicht zu haben. Das sagen vielleicht auch deine Anleger. Das allein hat aber nicht die Untersuchung der SEC ausgelöst. Und was das war, was der eigentliche Betrug, wenn man es denn so nennen will, und davon muss man ausgehen, was der eigentliche Betrug war, das klären wir dann im nächsten Video, Video Teil 3.
Und da zeige ich euch immer noch ein paar Sachen, die man vielleicht da so nicht gewusst hat und die man vielleicht, wenn man auch jetzt nicht im Fondsbusiness sich ein bisschen auskennt oder wenn man ein bisschen tiefer hineinschaut, vielleicht auch nicht ganz so versteht. Und deswegen freut euch aufs dritte Video zu dieser kleinen Reihe. Wir schließen die dann damit auch ab. Und schreibt mir wie immer eure Ideen, Meinungen, Kommentare unten rein. Ich schaue mir alles an, beantworte das Ganze mit. Und wichtig ist natürlich dann auch, was wir daraus lernen. Es geht nicht darum, hier jemand Neudeutsch zu dissen und jemand hier runterzuziehen, sondern was können wir daraus lernen? Weil das ist das Einzige, warum wir uns mit sowas überhaupt beschäftigen. Was können wir lernen? Was können wir tun, damit wir nicht die Fehler der anderen nochmal machen? In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Video. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Servus, macht's gut. Bye, bye.